Hallo, willkommen zu die Prozeit Manager mit die Pascal. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Ich bin zwar so ein bisschen durch den Wind irgendwie im Kopf heute, aber Pommes. Okay. Nee, irgendwie, weiß nicht. Ja, ich bin wahrscheinlich einfach durcheinander, weil von diesem ganzen mitten in der Nacht aufstehen und so. Vor allem kennst du das, wenn du so mitten in der Nacht, aber so richtig aus dem Tiefschlaf aufwachst und du einfach Ja. gar nicht checkst, was links und rechts ist. Das kenne ich ja. Ja, und so fühle ich mich Das ist heute irgendwie nicht mehr sehr oder schön. weniger. So fühle ich mich heute irgendwie mehr oder weniger den ganzen Tag. Das ist doch scheiße. Das ist scheiße. Sebastian, kommen wir doch mal zu den Favoriten, oder? Kommen wir zu den Favoriten. Hast du Bock auf Sparkassen Münster in Giro? Ich habe noch nie auf etwas anderes mehr Lust gehabt. Das glaube ich nicht. Die Favoriten des Rennens sind Mark Cavendish, Søren Krag Andersen, Pascal Ackermann, Christian Sbaragli, Tim Merlier, Bert de Backer, Max Walscheid, Kevin Reeser, Tom van Asbroek, Andrea Guardini und Koen Vermeulvoort. Ist das nicht schön? Pascal Ackermann, Ackermann. Was hab ich denn jetzt schon wieder in der Birne? Und man darf natürlich auch nicht hier den lieben Nils Schomber vergessen. Denn Schomber hat sich die ganze Saison über auf dieses Rennen konzentriert und man sollte ihn wohl auf wichtigen Etappen im Auge behalten. Denn der Münster-Giro ist natürlich ein Etappenrennen. Ich würde jedenfalls auf ihn wetten. Ist das nicht toll? Warte, ich geh mal ganz kurz bei Tipico rein, Bruder. Ja, und wer ist Und jetzt auf das dem? jetzt. Ja, Junge. Oh, Longer Johnson, mein Freund. So. Hab 200 Euro drauf gesetzt, ja? Okay. Du gibst mir Geld zurück, Garantie, oder? Nö. Ah, hier. Du weißt, die Bank gewinnt immer. Aber Tibico ist doch gar keine Bank, Alter. Was denkst du, Bruder? Okay, wir sehen uns im Rennen, also bis gleich, tschüss. So. Hola, hola, danke, dass du das getan hast für mich. Ja, da sind wir also beim Münsterland-Giro im guten Münsterland, ne? Heute geht's von Sebastian, Emsdetten nach Münster über fast 200 Kilometer. Ist das nicht schön? du als alter Deutscher, wo ist denn das Münsterland? In der Nähe von Also Münster, würde ich Münster. jetzt einfach mal dumm sagen. Aber wo ist denn Münster, Sebastian? Im Westen von Deutschland. Sind Sie sich da ganz sicher? Richtig. Das ist noch westlicher als Dortmund. Würden Sie eine Million drauf verwetten? Also dafür, dass es im Westen liegt. Ja, aber ich habe eh keine Millionen, von daher. Bin ich da fein raus. Also, Dortmund liegt Am Arsch. weiter im Westen sogar. Echt? Na, siehst du mal. Gut, dass ich da Jo. keine Millionen drauf gewettet habe. Aber nur ganz, ganz knapp. Also eigentlich muss man dir den Punkt dafür geben. Okay. Aber es liegt schon ziemlich weit westlich, ne? Ich dachte eigentlich früher, der Münsterland-Giro hätte was mit Bochum zu tun, aber vielleicht hat er das ja auch, ne? Ist ja so in eine ähnliche Ecke, sag ich mal. Soll ich. Kannst gerne gucken, wenn du willst. Ja, oder wo Münster ist, also ist, da ist Dortmund näher an Münster. Ja, Bielefeld ist relativ nah, aber Dortmund, das würde ich schon sagen, das nächste Großding. Bochum ist ganz woanders, oder was? Na, ganz vorne ist nicht, aber Dortmund ist halt so da und Bochum ist nochmal ein Stück weiter unten, also unter Dortmund. Runter links so ein bisschen, weißt du? Ich verstehe. Und von daher gesehen. Ja. Ja. Bottrop! Okay, dann Bottrop gehen wir ist jetzt auch mal so auf. ein geiler Ort, ey. Einfach dieser Name Geiler schon. Schinken, ne? Ja. Ladevorgang läuft, er läuft! Sehr gut. Aber bei mir läuft es gerade flüssig, zur Abwechslung mal. Und das ist schön. Und mal Wie sieht's denn wirklich, aus, ja. taktisch gesehen? Taktisch gesehen werden wir heute mal was machen, was wir in dieser Saison eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht haben. Wir lassen es heute mal wirklich komplett auf den Sprint ankommen, würde ich mal sagen. Heute mal gar niemanden in die Ausreißergruppe geschickt. Ich hatte überlegt, ob wir so Kohl mit reinschicken. Aber ganz ehrlich, nö. Machen wir nicht. Gruppe ist jetzt nämlich auch schon weg. Der hat leider einen Startplatz ziemlich weit hinten gehabt. So wie das ja meistens ist, wenn man mit jemandem angreifen will, dann startet der garantiert ganz hinten. Ist immer so.
So, jetzt hoffe ich, dass das Tempo mal ein bisschen runtergeht, weil sonst ist Benedetta gleich platt. Da habe ich auch eine sehr schöne Frage übrigens bekommen für die Pressekonferenz, mit wem ich denn die Helden- oder Legendenrolle, die Josef Benedetta hinterlassen wird im Team, mit wem ich die denn füllen möchte. Mit wem? Das weiß ich noch nicht. Also ich habe die Pressekonferenz noch nicht aufgenommen, müsste man vielleicht für die Zuschauer sagen, weil diese Folge, die wird definitiv kommen. Da ist die Pressekonferenz schon lange draußen, glaube ich. Ach, stimmt, das Video habe ich vorhin gesehen. Das wollte ich mir auch noch angucken. Habe ich schon, ich glaube, zwei Kommentare. Hab da noch eine Audio-Story gemeint, stell dir aber keine Frage. Warum? Du sagst immer, dass meine Fragen schlecht sind und so, und dann bin ich immer traurig. Nö, hab ich gesagt? Nein. Okay, ich dachte schon. Ich jetzt zum ersten Mal. Wollte nur ein schlechtes Gewissen machen. Lol. Das ist nett von dir, Pascal. Richtig. Mann! Schon wieder hängt Bild. Also wir können ja mal aus Rennen so ein bisschen eingehen. Wir haben momentan 8 Fahrer vorne, das ist dann doch ziemlich viel. Habo von Wallonie Brüssel oder ist das WB. Nee, es ist WB Aqua Protect. Dann haben wir den guten Sessler aus Brasilien von der Mannschaft Burgos Berge. Dann haben wir Fram von Heizomat, Watson aus dem Team Aqua Blue, Malcharcek eben, von Team LKT Brandenburg. Dann haben wir De Fulder von Sport Flanderen, Cutterford aus Kanada für United Healthcare und Van Brussegem aus der Mannschaft Verandas Willems. Also keine besonders krassen Fahrer, muss ich sagen. Aber so ist es nicht wirklich. Ja. Warst du schon in der Kommentare gesehen von Yassir? Ja, bei der Giro-Vorschau? Ja, bei der Giro-Vorschau, nee, den habe ich nicht gesehen. Boah, bei da der hat er aber richtig einen rausgehauen. Geguckt. Wieso? Sag Digga, mal. Digga, also du haust ja schon Romane raus, ne? Ja. Aber das? Aber GG, also. Den lesen wir uns später mal in Ruhe durch. Hat er wieder einen geilen Text geschrieben. Aber sowas von. Wobei Yassir das gar nicht so oft macht, der macht es nur selten. Der Laul ist da ein guter Kandidat für. Der haut gerne mal so richtige Schinken raus. Aber finde ich gut. Ja, ich auch. Allgemein. Ich müsste mir auch mal eigentlich ein Textdokument anlegen mit allen Tipps, die mir bis jetzt gegeben wurden in den Kommentaren. Weil da wäre... Das habe ich sogar schon gemacht. Echt? Also was heißt ein Textdokument? Ich habe die mir halt kopiert und gespeichert. Ja, doch, ist ein Textdokument, ne? Ja, das müsste ich eigentlich auch machen. Weil das ist wahrscheinlich, wenn ich das alles zusammentragen würde, wäre es besser als das Originalhandbuch vom PCM, glaube ich. Ja. Und hier hat noch einer kommentiert, dass er denkt, dass Tom Dumoulin gewinnt. Okay. Lopez Zweiter wird, Roglic Dritter, Vierter Mollema und Fünfter Caruso. Wann hat er es geschrieben? Bestimmt heute. Vor 6 Stunden. Ja, siehst du, das dachte ich mir schon. Nach dem Zeitfahren, weil ich wette, vor dem Zeitfahren hätte niemand einen Cent auf Mollema oder Caruso gegeben. Aber jetzt, ich meine, Mollema ist ja gestern schon stark gefahren bei dem Einzelzeitfahren. Ja. War ja unter den ersten 10, hat nicht viel Zeit verloren. Na gut, aber davon nicht vergessen, es ist halt auch nur ein Zeitfahren, ne? Es ist nur ein Zeitfahren, ja. Und es war auch nur mehr oder weniger ein Hügel, also kein richtiger Berg. Also muss man mal abwarten, was denn in der letzten Woche passiert, wenn es dann richtig in die Berge reingeht. Heute hat ja, glaube ich, auf Ehre Ackermann gewonnen, ne? Richtig. Junge. Ob wir da nicht richtig getippt haben? Ja, Ackermann habe ich ja gemeint, da soll man ein Auge drauf werfen, ne? Hast du ja auch gesagt. Ich habe, glaube ich, gesagt, der holt Sprinttrikot, ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ziemlich sicher. Ich habe es erst einem anderen zugetraut und dann habe ich Ackermann gelesen. Mhm. 50 Aufrufe hat die erste Folge schon. Da leck mir doch die Hoden, ey. Von der Giro-Vorschau? Ja. Cool. Also, das habe ich nicht gedacht, du? Ja, eigentlich schon. Letztes Jahr hat die ja noch mehr gehabt. Ich glaub, so an die 100. Aber nach einem Tag, Bro. Nach einem Tag ist gut, aber es werden wahrscheinlich auch nicht mehr so viele dazukommen, denke ich mal. Schon krass. Ja, schon gut auf jeden Fall. Um nicht zu sagen, es ist edel. Sebastian, wo sind wir denn im Rennen? Prima. Ich sehe leider nichts. Du siehst nichts? Läuft bei dir der Ladevorgang oder was? Wenn der Ladevorgang ist am Laufen, ich meine, ist am Laufen. Und wenn ich nicht anfange zu laufen, dann ist er am Laufen. Okay. Ja, also wir sind 140 Kilometer vor dem Ziel. Immer noch 8 Fahrer an der Spitze. Und ja. Wir machen es am besten in Zukunft einfach so, dass wir uns einfach kurz treffen, wenn wir irgendwie zusammen aufnehmen wollen. Das wäre am einfachsten, ja.
Das wäre wirklich am einfachsten. Ja, also vor allem halt, wenn du streamst, ne? Wenn ich das stream, dann geht's ja, ne? Ja, aber wenn ich stream, das hatten wir doch auch schon. Nö, eigentlich nicht. Aber wenn ich stream, das hat doch auch eigentlich immer geklappt. Ja, aber irgendwie seit dem letzten Mal nicht, ne? Komisch. Das ist echt komisch. Ich werde es bei meinem Provider melden. Na, erzähl mal, wie viele Kilometer sind doch hin und her, dies, das? Ja, wie gesagt, 124 Kilometer, es fängt hier gerade an zu regnen. Und wir haben noch 8 Fahrer an der Spitze mit einem Vorsprung von ca. 3 Minuten. Also eigentlich alles okay. Aber der Wind ist, glaube ich, ziemlich hart. Ich weiß nur nicht, weil ich mit dieser Zahl beim Wind anfangen soll, mit dieser 44. Was sagt mir das? 44 km/h. Ist es wirklich die kmh-Windgeschwindigkeit? Oder ich habe keine Ahnung, ich denke. Oder mph, oder ich weiß es nicht. Hm. Nee, ist ja kein amerikanisches Spiel. Nee. Das könnte natürlich sein. Kmh wäre ja sogar logisch. Okay. Wobei 45 km/h ist, glaube ich, nicht so die krasse Windgeschwindigkeit, das, oder? Das ist jetzt auch nicht wenig. Naja, aber es ist schon, ist schon ein bisschen was. Das ist so eine Nummer. Also klar, wenn du jetzt auf dem Fahrrad bist, merkst du es wahrscheinlich nicht so. Aber wenn du, stell dir mal vor, wie ein Auto mit 45 km/h an dir vorbeizieht, so stark ist der Wind. Mhm. Ja klar. Also ist schon, schon eine Nummer, ja. Definitiv. Dann nicht ohne. Lass mal, wie ist das eigentlich? Jetzt mal ganz kurz abwegig vom PCM. Ja. Bist du ein, würdest du dich outen als DayZ-Fan? Nee. Definitiv nicht. Du? Ja, mittlerweile leider nicht mehr. Ja, bei mir auch nicht. Also wir hatten ja beide mal diese Zeit, ne? So 2014 um die Zeit rum, als es halt rauskam. Da war es echt ein mega großer Hype. Ich habe mich letztens ein bisschen wieder hypen lassen, so. Also, echt? Was heißt hypen lassen? Ja, was heißt. Ich habe einen Streamer gesehen, der es gespielt hat, sagen wir es mal so, ja. Okay. Dann habe ich auch noch dieses Days Gone gespielt. Mhm. Und dann war das halt bei mir einfach so, dass Days Gone ein gutes Spiel ist, ja. Aber dass nicht das Feeling, dass, dass man halt die ganze Zeit dem Tod nahe ist. Mhm. Okay. Und dann habe ich dann noch den Streamer gesehen, da hat der sie gespielt, und da dachte ich mir so, ja komm, mach's mal wieder ein bisschen Days Gone, ne? Ja. Ist runtergeladen. Das Problem an DayZ ist, glaube ich, warum das so langweilig ist. Für uns. Das ist einfach. Also es ist okay, wenn ich jetzt hier über DayZ rede. Na klar, warum nicht? Ganz ehrlich. Das passiert hier nicht ganz das, also was ich sehe ist, also wir beide, wir kennen ja zum größten Teil die Map. Ja. So, und du startest halt. Okay, was sie jetzt geupdatet haben, du startest mit einer Taschenlampe, mit einem Getränk in der Hand, mit Bandagen, also du startest mit einem bisschen was. Ja. Aber du weißt halt einfach, du musst jetzt irgendwo hinlaufen, du hast keine Map. Das finde ich sowieso Quatsch, aber du hast keine Map. Das finde ich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, wenn man wenigstens nur den Standpunkt gezeigt kriegen würde, wo man ist, wäre schon cool. Ich, aber egal. Ich finde es okay. Auf jeden Fall ist halt immer das, was mich so demotiviert ist, Du startest mittlerweile auch irgendwo direkt neben einer City. Mhm. Du hast aber keine Waffe. Mhm. Also damit sage ich auch nicht mal, dass du ein Gewehr hast, aber du hast nicht mal eine Schaufel, um einen Zombie zu kloppen. Ja. Das ist schon mal ein bisschen demotivierend. Und dann gehst du in die Stadt rein und willst looten und du gehst die ganze Stadt durch und du findest halt nichts. Ja. Das kann und dann sehr gut passieren, ja. Findest du vielleicht sogar ein Gewehr? Aber dann ist es verschmutzt und du musst erst ein Reinigungskit finden und die passenden Patronen. Ja, stimmt, das haben sie ja auch eingeführt, ja. Und, dann findest du nichts zu essen oder so. Und dann weißt du halt eigentlich, dass deine Reise, die du da gerade getan hast, umsonst war. Und keine Ahnung, also das ist halt. Mhm. Ja. An sich ist schon nicht schlecht, weil so ist halt das wahre Überleben so, ne? Aber ja, ich sag mal, so ein bisschen schnelleres Loot finden wäre schon cool. Es fehlt, also was mir ganz krass auffiel, als ich es jetzt mal wieder gespielt habe, es fehlt mir ganz krassen Sinn in dem Spiel. Ja, das der ich Sinn ist halt Überleben, ne? Ja, Sinn ist Überleben, aber das ist halt einfach scheiße langweilig. Muss ich sagen, ja, weil du machst halt einfach ja. nichts. Du läufst nur dumm durch die Gegend oder, ja. Lootest, ja. Und lootest, ja. Ja.
Katzen, Menschenfleisch kannst du ja auch essen, ne? Ja, toll. Wow. Nee, also. Ja, aber ja, das macht das Spiel für mich jetzt nicht zum krassen Spiel oder so. Nee. Was ich halt cool finde, dass du mittlerweile Autos und so hast, aber. Ja. Ich finde halt, guck mal, das ist halt so, warum ich jetzt, sag ich mal, warum ich eher Infestation spielen würde, ne? Aber nicht das Survival-Modus, sondern der normale. Ja. Weil da findest du halt schnell Loot und dann hast du so ein bisschen dieses. Ja, so PvP-Counter-Strike-Feeling. Du lootest und gehst einfach rein. Ja. Ja, klar. Das ist halt für mich der Sinn von Infestation Und in dem auch Sinne. beim Survival-Mode in Infestation findest du viel schneller Sachen. Viel, viel schneller. Ja, vor allem, wenn du halt eine Waffe findest, findest du eine Waffe und dann kannst du die wenigstens auch benutzen. Richtig. Es ist halt einfach viel einfacher gestrickt als DayZ. Aber auch bei Infestation ist es ja dann auch immer so, ne? Irgendwann fehlt einem halt auch das Ziel, leider. Ja, klar. Das ist einfach so. Deswegen sag ich ja, es müsste einfach mal echt ein Entwicklerstudio geben, die ein Spiel rausbringen, wie, ich weiß, du hast wahrscheinlich Walking Dead nicht gesehen, aber die genau ein Spiel rausbringen wie Walking Dead, nur online. Also eigentlich ähnlich wie, also ziemlich ähnlich wie Rust. Dass du aber halt, sagen wir mal, ein Clan kann 10 bis 15 Leute umfassen, damit es halt nicht übertrieben ist. Maximal 10, sage ich mal. Ja. Und du kannst dir dann auch so deine Base aufbauen, hast aber auch die Gefahr, dass die angegriffen wird, ne? Ja. Von Zombies oder halt von anderen Spielern. Dass du dich halt auch mit anderen Spielern so vereinen kannst, sage ich mal, und halt einfach so das Ziel mehr oder weniger ist, Art zu überleben und vielleicht auch mit dem Ziel, diese Seuche also zu heilen. Ja. Oder irgendwas halt in der Art, aber halt einfach online PvE und PvP-Möglichkeit. Das wäre schon geil. Das wäre mega geil. Ich fand es ja auch sehr cool damals. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Romeros Aftermath erinnerst. Richtig. Da gab es auch mal mit einem Update, also mittlerweile gibt es das Spiel ja nicht mehr, aber es gab dann damals mal ein Update. Leider. Leider, ja, weil die haben Ja. ganz coole Ideen gehabt, muss ich sagen. Also zum Beispiel, ein Update war, dass du dann in Städten, dass du die praktisch wieder herstellen kannst. Also musst dann irgendwie so und so viele Teile finden und Benzin für irgendwelche Ja, genau. Stromgeneratoren und sowas. Und dann sind die Städte praktisch zombiefrei. Und es war jetzt nicht wirklich gut umgesetzt und das Spiel an sich war jetzt auch nicht das beste Spiel, wie man es von diesen Entwicklern halt kennt. Aber die Idee dahinter Aber fand die ich Idee ist eigentlich gut. geil. Und wenn man da noch drumherum ein gutes Spielkonzept draus bastelt, Ja. dann kann da echt was draus werden. Weil dann hat man halt auch ein Ziel. Hast du eigentlich noch mal was gehört von diesem Wild West Online? Nee, habe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt oder ob das mittlerweile auch down ist. Keine Ahnung. Nee, Guck habe ich nicht mal. von gehört. Oder ob es den Weg von Shattered Skies gegangen ist. Wer weiß. Also Alexander hier ist jetzt leider auch zurückgefallen. Oh, jetzt gab es hier einen Sturz. Aber wir haben da nichts mit zu tun, zum Glück. Frontiers Wild West heißt es jetzt, hä? Warum? Oh Gott, Hauptsache. welcome to the Battle Royale Wild West Side. Ich weiß auch gar nicht, wo meine Zugangsdaten, wenn ich ehrlich bin. Die wüsste ich jetzt auch nicht. Also weder deine noch meine, sag ich mal. Wobei meine habe ich aufgeschrieben. Die wüsste ich schon, wenn ich wollte. Hier steht Wild West Online, kehrt als 2 Spiele zurück. Einmal Battle Royale und einmal Survival wahrscheinlich. Hagelt es schlechte Reviews auf Steam? Was für Reviews? Schlechte? Der Titel kam völlig unfertig auf den Markt und erinnerte an das eingestellte War Z. Tja, wer hätte das gedacht? Ich fand es trotzdem schade, dass das damals nicht funktioniert hat. Ich weiß noch, Ich auch, hat er. wie ich voller Euphorie in den Kaufhof gegangen bin in Hanau. Nur mir, weil es war Faschingszeit, wo es rauskam, nur mir da so einen billigen Cowboy-Hut zu kaufen, um das Spiel mit Facecam realistisch mit dir durchzuspielen. Also was heißt durchspielen? Geht ja nicht, aber weißt du, was ich meine. Ja, ich hatte da aber auch so. Gibt's das Spiel noch auf Steam? Nee, ne? Ich glaube, auf Steam gab es das nie. Aber das. Ja, aber hier steht, hagelt es schlechte Reviews auf Ach so. Steam. Oh, ja, dann gab es das wohl doch. Ich glaube, wir haben es damals nicht über Steam Aber gekauft. aktuell gibt's das nicht. Woran das wohl liegt.
Das wohl die Klinge. Guys on La Pascal. Pascal, Mensch! Grüß aus Bergamo. Wie sieht denn bei dir eigentlich gerade aus und brennen so, wo das ja nicht? Verdammt regnerisch. Das siehst du immer noch nichts. Das ist doch scheiße. Nein! Das ist doch scheiße, sind wir mal ehrlich. So, also, Ausreißer wurden gerade eben in diesem Moment, just in diesem Moment eingeholt. Wir haben jetzt noch 25 just. Kilometer, ja. Wir haben jetzt noch 25 Kilometer zu fahren. Und ja, was soll ich dir sagen? Also, wir sind hier gut dabei. Ne? Ausreißer sind eingeholt. 34 Fahrer sind das noch im ist Feld. Schön. Also ich glaube, es ist halt wirklich sehr windig, ne? Bei 34 Fahrer jetzt nur noch, das ist schon extrem wenig. So, Kulic ist auch abgehängt. Wir haben jetzt noch vorne vier Leute. Jan Sokol, Liu, Schuster und McLay. Und ich denke mal, mit den Vieren, da lässt sich doch ein netter Sprintzug durchaus aufbauen. Wir machen mal das Tempo ein bisschen langsamer, weil warum sollten wir jetzt hier unnötiges Tempo gehen? Junge, wie Brockhoff bei mir abgeht, ne? Das finde ich echt lustig. Also falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, holt es auf jeden Fall nach beim guten Pascal. So, jetzt hat der gute Brian Kokan einen Effekt. Hochladen. Das ist natürlich doof. Bitte? Ich wollte die Folgen nebenbei hochladen. Ja, ja. Was kann ich verraten? So, Peter Kenyek macht jetzt Tempo für die Mannschaft Bora. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir das Tempo nicht zu sehr verschleppen, denn jetzt gibt es zum Beispiel die erste Attacke von Pim Ligthart. Das sind halt diese Momente, ne? Wenn man hier komplett versucht, das Tempo zu chillen, dann ist das natürlich auch nicht gut. Simeon greift an. Na, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aber sowas mal aufpassen. So, Liu denkt sich so, 8 Folgen wird überbewertet scheinbar. Finde ich gut von ihm, dass er sich das denkt. Und wir haben noch 16 Kilometer bis ins Ziel. Also 26 Fahrer ist jetzt das Feld noch groß, also fallen immer noch welche raus, wie es aussieht. Oder es waren jetzt halt die von... Ne, es sind welche ausgefallen. Das ist nicht nur die Kokalhilfe. Und wir haben jetzt noch 15 Kilometer bis ins Ziel, so cool. Ja, der kann jetzt mal mit so einem 71er Einsatz vorne fahren. Ich denke, das ist okay. Weil ein Mann ist. Problem ist halt auch, die Gegner hier sind nicht schlecht. Also wenn ich hier schon Pascal Ackermann lese, Max Walscheid, Cavendish. Ach, ja, aber Ackermann war ja Favorit, ne? Ackermann war Favorit, ja. Also hier sind schon gute Jungs dabei, so ist es natürlich nicht. Es gibt jetzt auch noch ein paar kleinere Hügel. Aber Jan Sokol macht hier bis jetzt einen guten Job, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Trotzdem wird er jetzt mal abgelöst von unserem chinesischen Boy. Von Suo Jin Liu. Von Poppel. Ja, von Poppel. Junge, von Poppel hätte ich gerne im Team. Viel Spaß. Ganz ehrlich, ich finde es auch traurig, dass er noch nicht bei dir fährt. Echt? Ja. Lol. Kann ich das schon mal sagen? Ja, das ist, soll ich sagen. Schade, ne? Ja, definitiv. Jetzt hast du jetzt hier noch mehr Attacken. Das ist halt echt schwierig, ey. Das Problem ist halt auch, außer uns macht hier niemand was, ne? Das ist das Problem. Ja, außer, dieser Bruder, ich seh's halt nicht. Ja, außer uns chillt hier jeder im Feld. Und jetzt sind Corbell und Craig Anderson weggefahren. Was mir natürlich überhaupt nichts bringt. Jetzt greift Van Schip an. Ich würde sagen, da hängen wir uns jetzt einfach mal dran, Alter. Die lassen uns doch hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Sind noch, oh fuck, sind noch 5 Kilometer. Warum, wo sind die Kilometer alle hin? Was ist denn hier los? Das weiß ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, geben wir mal richtig Gas mit Liu. So, Corbell haben wir eingeholt, aber Craig Anderson, das ist halt dann doch ein sehr guter Fahrer. Und den einzuholen, das will jetzt die Herausforderung sein. Liu gibt hier richtig, richtig Stoff. Hat jetzt auch hier seinen Job erledigt, würde ich mal sagen, an der Stelle. Damit kann Tisch Schuster raus. Uff, da weiter, uff. Junge, man holt zu dem Wind oder was? Ja, Craig Anderson sieht so aus, als wäre er jetzt platt. Das heißt, Schuster kann jetzt den Sprint starten, McLay noch am Hinterrad. Ja, McLay, wäre schön, wäre super gewesen, wenn du das Hinterrad gehalten hättest. So ist ja nicht. Und jetzt startet McLay den Sprint. War nicht optimal gefahren, aber McLay holt sich das Ding. McLay, oder? Oder kommt Cavendish nochmal? Ah, okay, McLay holt sich das Ding.
Alles gut, Jungs. Zweiter Ganz Ackermann, kurze dritter Frage. Cavendish. Ja. Kurze Frage an der Stelle. Ja. Ist wieder jemand vor die Füße gefahren? Nein. Ich habe diese Pfeiltasten nicht einmal berührt. Gut. Hab ich nicht gemacht. Sowas mache ich nicht mehr. Das habe ich ja gesagt, ne? Nach diesem dreckigen Vuelta-Sieg mit Orbe, wo wir wirklich nur kreuz und quer gefahren sind, als hätten wir zu viel Alkohol getrunken. Junge, was ist eigentlich mit deinem Hund? Ja, was ist denn da draußen für ein... Nein, das ist nicht mein Hund, Mann. Sondern? Das ist absolut nicht mein Hund. Mein Hund schläft. Ja. Du fragst mich auch gerade. Junge, Junge, da geht's ja wirklich ab, Alter. Der weint, oder? Ich habe keine Ahnung, was der macht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall quietscht er rum. Naja, hier sehen wir nochmal einen Sprint. Also am Ende war es wirklich ein großer Vorsprung, den McClay hatte. Aber der wurde dann halt auf den letzten 100 Metern nochmal richtig klein. Und da fing das Geschwitze an. Also McClay hat den anderen beiden sogar noch den Weg frei gemacht, ja. Also das war hier mehr als fair. Ja, damit Sieg beim Münster Giro von Daniel McClay. Zweiter Pascal Ackermann, dritter Mark Cavendish, dann Andrea Guardini, dann Pim Ligta, Dante Schuster, Justin Jules, Bart de Backer, Søren Krag Andersen und Gattis Smukulis. So, ich habe jetzt mich gemutet, damit wir das Tippen nicht haben. So, jetzt kommt's wieder. Sound resumed. Lol. Und Teamwertung gewinnen wir auch. Ist das nicht schön? Warum mutest du dich manchmal? Weil dein Klacker gerade genervt hat. Ich wollte gerade. Ja, ist kein Problem, Pascal. Ich habe dich einfach mal kurz gemutet. Hab hier die Top 10 vorgelesen. Okay. Ja. Also, ich würde sagen, im Sprint Ackermann und Cavendish geschlagen. Da kann man jetzt mal zufrieden sein, oder? Das ist sehr, sehr stark. Vor allem McClay. Ist ja jemand, der nicht immer so die Leistung gebracht hat, ne? Nee, der hat diese Saison schon ein paar zweite Plätze geholt, wo ich mich wirklich geärgert habe. Ich mich auch. Hier ja. An dieser Stelle muss ich dann einen Schnitt setzen. Na, aber gönnen wir. Ja, auf jeden Fall. 9000 Euro haben wir gewonnen durch den Münster Giro. Und Al-Ali Ibrahim ist jetzt leider nicht mehr muss man in seiner einfach Topform. Gönnen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Ganz ehrlich, Bruder, wenn der nicht in Topform ist, dann glaube ich, können wir das Let's Play an der Stelle abbrechen. Wäre eine Möglichkeit, die ich dir auf jeden Fall empfehlen könnte. So, dann haben wir hier noch die... Oh Mann, ey. Wie ich auch gar nicht irgendwie sage, Spaß oder so, ich sag das einfach so, ne? Ist kein Problem. Mhm. Dann haben wir hier noch das Ergebnis vom Paris-Bourg. Das gewinnt Diane Smith vor José Joaquín Rojas und Mauro Finetto. Das war der Finetto. Der Finetto, der dann auch mal die Eier auf den Tisch dann glaubt, kommt und tot. So, du hast den Plan, ich hab nicht den Plan. Wir haben den Plan. Nein. So. Nächstes Rennen im Giro d'Emilia, das simulieren wir jetzt einfach mal ganz entspannt. Gucken wir mal, wer das wird. Na. Doch, Bruder, da habe ich keinen Bock drauf, auf diese komischen italienischen Rennen, die meinen sie sind Klassiker. Es ist zu spät, Pascal. Okay. Adam Yates gewinnt das Rennen vor Josef Stari, also der Junge, der ist definitiv nur dann gut, wenn ich simulieren klicke. Pisse. Mhm. Ich fühle mich echt verarscht von dem. Immer wenn ich den fahre, fährt er nur Scheiße. Und hier wird er mal ganz locker, kommt er mit Adam Yates ins Ziel und verliert nur den Sprint gegen ihn. Naja, dritter Chavez, vierter Vogelsang. Guck mal, was der für Leute abgehängt hat, der Boy. Fünfter Lutsenko, dann Michele Gazzara, okay. Jack Haig, Lawrence de Plus, Giovanni Visconti und Jonathan Narváez. Das sind die Top 10 hier. Schön. Also geiler zweiter Platz nochmal von Stari. Der hier echt nur beim Simulieren Eier zeigt. So, als nächstes kommt die Tour de Vendée. Und ich glaube, meine Freunde, das ist wiederum ein Rennen, welches zum Coupe de France gehört. So ist es auch. Vorletztes Coupe de France-Rennen. Von daher würde ich sagen, gucken wir uns das an, oder Pascal? Was meinst du? Mit Sicherheit. So sieht's aus. Also, piss mich out. Tschüss. Hast du noch Kannst du mich nochmal einladen? Hast du noch irgendwelche Schlussworte? Ja, kann ich natürlich machen. Nein, ich habe leider... Ja, mir fehlen leider immer die Worte, weil ich einfach nicht zugucken kann. Das ist... Scheiße. Okay, dann bis gleich.